In the darkest hour of night, we sit around contemplating life, plotting the road of our future, finding out the true nature of you. Are you a creator? Are you anything at all? Shouldn't we be sleeping? Are we getting things done? Alle. Hi. Hi. Hallo. Hi. Hast du einen Ausweis? Für alles? Für alles. Wir fahren hier hin. Sonderweg. Ring Cabin. Sonderweg. Sonderweg nach Wien-Köbing. Schöner Wien. Ja? Ja. Also, du bist ja nicht. Den Haus oder? Da da? Nee, das. Da war ich hin. Julian. Genau. Ja, mit kurzen Armen. Ja, mit kurzen Armen. Na, nee. Ja, genau. Ja. Warum doch? Danke. Nee, ja, nicht lange. Ja, ja, etwas länger, genau. Schönen Urlaub. Okay, danke. Dankeschön. Hier von nach links. Jawohl. Ja. Schrecklich hier. Bitte 81 Kilometer der E45 folgen. Aber du bist ja ein Verbrecher. Nee. Naja. Wie sie uns rausgefunden haben, hast du gefunden. Ja, ja, ne? Aber wo sie dann. Also. Da hast du dann. Ne, genau, weil. Naja, du weißt ja nicht. Das ist gut. Ne? Also, wir ja. Verbrecher, wir sind gefilzt. Toll. Thank you.
So, Freunde, yo, ich begrüße euch wieder recht herzlich und wir sind jetzt in unserem Fernhäuschen. Abends über Wind am Start. Und ja, machen jetzt erstmal eine kleine Blumentour. Also, man kommt hier so rein, auch. Schön Tür. Dann hier erstmal so, also Abstellkammer hier, so Waschmaschine und so. Jetzt nichts Besonderes. So. Kannst du leider vergessen, hier gibt's ja keine Tür. Was gibt's hier nicht? Kein Klopapier? Ja, zum Glück haben wir. Zum Glück hat die Claudi Klopapier. Ja, dann gibt's hier einen geilen Spiegel. So. Hier schlafe ich. Hier schläft mein Papa. Ja. Kleines süßes Zimmer mit Schrank und so. Ja. So, dann geht man hier nochmal weiter. Hier ist das Kinderzimmer. Da schläft meine Schwester und da. Meine Cousine irgendwo noch hier und dann noch die zwei anderen Kinder, die auch noch mitkommen von unseren bekannten Freunden. Und ja, ein bisschen Babykram halt noch. So, Bad ist gerade besetzt. Ja, dann kommen wir hier rein, haben wir ein schönes Radio, eine Küche. Ja, wie es halt in der Küche so ist, ne? Waschding hier, Herd und so. Warum hast du eine Küchenrolle mitgebracht? Weil ich auch ins Bad getan habe. Ach so, das ist aber okay. Na gut, okay. So, ja, Haufen Fresser rein. Und das war erst ein Auto. Also, ja. Ja, da haben wir hier einen schönen Esstisch, hier eine schöne, gemütliche Terrasse, die wir dann bei Wind und Wetter bestaunen können. Ja, denn ich habe vor uns auch dort vorne an der Ausfahrt habe ich auch noch einen gesehen. Die müssen wir dann mal und die Mülltonne, die lag auch. Ja, die müssen wir dann mal einsammeln. Ja, da haben wir hier so ein Bootzimmer, sage ich mal. Fernseher und so, alles hier. Ja klar. Natürlich, das kann ich mir schon denken. So, dann ist hier ein Ehepaarzimmer. Entweder meine Tante und mein. Ihr Lebensgefährte schläft hier oder irgendwer von den anderen Zweien. Ja, und hier nochmal selber. Ne? So, dann geht's hier nochmal rechts rein in ein zweites Badezimmer. Ein bisschen größer, ja, auch nicht so das Problem. Dann kann man entweder dorthin lang oder man kommt jetzt halt hier raus und. Ja, wir haben einen Pool. Nein, geh weg! Ja, da haben wir hier erstmal so ein sinnloses Zimmer hier, ein bisschen Kram drin. Ja, wie gesagt, ein Pool und dann haben wir hier eine wunderschöne Sauna. Na klar. Ne? Ja, und halt ein Pool, ne? Jo, ganz lustig. Also ungefähr sieht das. Ja, ich weiß nicht, ob ihr mich so gut verstehen könnt. Also wir sind jetzt. Es hagelt. Es ist übelster Wind. Und wir wollen jetzt zum Strand. Ich weiß überhaupt nicht, ob ihr mich versteht. Ich laber einfach mal. Und ja, so sehen wir alle aus. Alle mit übelster Skihose und na gut, ich hab die Jeans auch. Ich hab eine Unterhose. Bin ich aus Versehen auf den Knopf gekommen. Und ja, wir werden mal den Strand aufsuchen. Und dann gucken wir mal. So, Freunde, jetzt sind wir an der letzten großen Düne. Danach kommt das Meer und jetzt wird es gleich richtig richtig. Das ist echt extrem.
Freunde, da melde ich mich nochmal für heute, für den heutigen Tag. Ja, wir haben jetzt eigentlich nicht so viel gemacht. Wir sind früh losgefahren, sind ca. um 13:30 gekommen, angekommen, haben alles eingeräumt, sind an den Strand gegangen, habt da gesehen. Ob ihr was verstanden habt von dem ganzen Gelaber, was ich dort erzählt habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es war sehr windig, es hat gehagelt, Sand habe ich übelste in, also ich habe ein richtiges Peeling gekriegt und ja, das habt ihr alles bestimmt so ein bisschen gesehen, aber na gut. Ja, ja, was wir morgen machen, morgen ist Dienstag, keine Ahnung, werden wir mal gucken. Wir werden uns überraschen lassen und einen kleinen Plan erstellen, so ein bisschen, denke ich mal. Genau, ich muss noch mal kurz hier mein Passwort eingeben. So, ja, gut, ja, wie spät haben wir uns jetzt? Ich glaube um 5 erst, ja, 5:45, also vor einer Dreiviertelstunde war es schon dunkel, also hier wird es 4:30, um 4:30 ist es hier finster. Und ja, gut, Freunde, damit würde ich mich, ja, damit würde ich mich an der Stelle für heute verabschieden und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und ja, bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag und haut rein, macht's gut, ciao, euer der mit dem Rennrad fährt.